Hallo, ich bin Christine, Theaterpädagogin am Theater Heilbronn und im Rahmen unseres Heimspiels geht es heute um Bühnenadaptionen. Genauer gesagt geht es um Adaptionen von Büchern für die Bühne. Aber was genau ist eigentlich eine Adaption? Eine Adaption ist eine Umarbeitung eines, in unserem Fall, des Buchs für die Bühne. Das habt ihr zum Beispiel diese Spielzeit bei uns in der Box gesehen mit Michael Endes Kinderbuch Das Traumfresserchen. Aber es gibt auch andere Adaptionen, zum Beispiel für einen Film oder Theater, was in verschiedene Gattungen adaptiert wird. So kann aus einem normalen Schauspiel zum Beispiel ein Musical werden. Und heute geht es darum, dass ihr eure eigenen Adaptionen auf eurer kleinen Bühne zu Hause selbst macht. Dabei geht es darum, dass ihr zum Beispiel Lieblingsszenen oder Figuren aus euren Lieblingsbüchern nachspielt. Zum Beispiel könnt ihr nachspielen, wie Michel aus Lönneberger in der Suppenschüssel feststeckt und da versucht, wieder herauszukommen. Oder Pippi Langstrumpf, die ihren Wischtag hat und auf Schrubbern durch die ganze Wohnung gleitet. Oder ihr seid die kleine Hexe, die auf ihrem Besen ihre Wege beschreitet. Oder ihr könnt Felix der kleine Hase sein, der auf Weltreise geht und dort ganz verschiedene neue Orte entdeckt. Dabei Briefe schreiben, bloß nicht vergessen. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug vom Nachspielen und Adaptieren habt, könnt ihr euch überlegen, an welchen Orten ihr gerade gerne wärt, an die ihr gerade nicht gehen könnt, und dieses einfach zu Hause nachspielen. So könnt ihr zum Beispiel Zug fahren oder auf dem Spielplatz spielen und das eben alles auf eurer kleinen Bühne zu Hause. Viel Spaß dabei, bleibt gesund und munter und liebste Grüße!